Mein RTL. Willkommen zu Hause. Der Stern TV feiert in diesem Jahr, und zwar 30. Geburtstag. Sie wissen, steht ein runder Geburtstag an, dann zeigt man immer gerne diese Bilder mit den ulkigen Frisuren und den lächerlichen Klamotten von früher. Und in dieser Hinsicht war zumindest der Kollege Jauch ja über viele Jahre recht angstfrei unterwegs. Besuchen wir ihn also noch mal in einer Sendung von 1995. Und da muss ich für die Spätgeborenen vielleicht so einiges im Voraus erklären. Damals sahen Fernseher noch aus wie so klobige Mikrowellenöfen. Das Programm wurde terrestrisch empfangen, also mit Antennen aus der Luft geangelt. Spätabends gab es noch einen Sendeschluss. Und danach kam bis in die frühen 90er Jahre das sogenannte Testbild. Testbild war dazu da, dass man anhand von Gitternetzlinien und Farben und solchen Fällen. Es war eine andere Welt. Andreas Sause über den Jäger des verlorenen Testbilds heute vor 25 Jahren. Entspannung nach Sendeschluss. Schäfchen zählen, per Fernsehen einen Zoo besuchen. Erstaunlich, zu später Stunde sitzen laut Statistik immer noch Hunderttausende vor dem Bildschirm. Die Endlosschleifen haben die klassischen Testbilder abgelöst. Und davon ist er überhaupt nicht begeistert, Dirk Michael Westkamp. Denn er sammelt Testbilder. Über 400 hat er schon, vom kleinsten Lokalsender bis hin zum ausländischen Fernsehkanal. Das Objekt seiner Begierde jagt Dirk Westkamp mit großem Aufwand. Immer auf der Suche nach neuen, nach fremden Testbildern. Sogar mit dem Auto ist er unterwegs, die Antenne im Fenster eingeklemmt, der Fernseher auf dem Rücksitz. In der Hand die Fernbedienung, zappen durch die Kanäle. Zu Hause wird dann alles auf Video archiviert. Doch was hat so ein Testbild, dass er solch einen Aufwand betreibt? Reizvoll ist es, wenn es eins ist, was man nur in einer ganz bestimmten Stadt empfangen kann. Also terrestrisch, also nur über normale Fernsehantenne, was nicht jeder empfangen kann. Über Satellit kann man in ganz Europa ein Programm oder ein Testbild sehen. Aber wenn man jetzt einen Sender hat, der in einer einzigen Stadt nur zu empfangen ist, muss man also schon dahin fahren, um dieses Testbild aufzunehmen. Und das hat nicht jeder. So schöne Exemplare gab es bis vor 2 Jahren. Nun ist Flaute auf dem Bildschirm. Schuld sind die Fische und die Schäfchen. 6, 12. Auf Wiedersehen. Mensch, Herr Westkamp, wie viele Testbilder haben Sie jetzt schon genau? Gezählt habe ich sie nicht. Circa 400 bis 500 Stück. Und wann sind Sie das erste Mal drauf gekommen, dass Sie gesagt haben, Testbilder sind Kulturgut, das muss gesichert werden? Darauf gekommen bin ich im Prinzip, wo es abgeschafft wurde. In dem Moment ist mir dann klar geworden, dass mir das jetzt fehlt. Also das heißt, da sind Sie dann hektisch geworden, haben Entzugserscheinungen bekommen? Entzugserscheinungen nicht, aber ich habe zum Telefon gegriffen und mich beim Fernsehen beschwert. Ach, bei welchem Fernsehen? Wo haben Sie da angerufen? Beim Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und dort bekommt man meistens nicht die richtigen Leute, die dafür verantwortlich sind. Ansonsten, wenn man noch irgendwelche Testbilder hat, wenn Sie zu Hause welche haben, an uns wenden und Sie wären dankbar. Und ja, wenn mal einer anrufen würde. Wenn einer anrufen würde und noch ein Testbild für diesen armen Mann hat. Ich weiß nämlich nicht, ob es noch mehr Sammler gibt. Ich bin auch unsicher, aber kann ja sein. Wir warten es mal ab. Danke für den Besuch. Ja, guckst du, da hatten sich nach der Sendung tatsächlich noch so 3, 4 Testbild-Fans gemeldet, mit denen Dirk Michael Westkamp besonders schöne Exemplare ausgetauscht hatte. Und er pflegt übrigens bis heute eine sehr skurrile Fernsehleidenschaft. Suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele-DMW. So, ganz früher wäre es jetzt Zeit fürs Testbild gewesen. Die Alternative ist natürlich viel schöner, viel spannender, viel informativer. Bleiben Sie einfach dran fürs RTL-Nachtjournal und dann sehen wir uns wieder nächsten Mittwochabend bei Stern TV. Dicken Dank fürs Dabeisein. Gute Nacht. Aus dem Studio an der Pyramide in Remscheid-Rheinzagen heiße ich Sie herzlich willkommen. Hier ist das Remscheider Fernsehen Tele-DMW mit einer neuen Ausgabe der Wocheninfo, der Ausgabe Nummer 299, mit den Sensationsmeldungen aus Remscheid und anderen Städten. Die gehen diesmal bis zum 18. August 2020.
Der Moderator ist aus dem Urlaub zurück und möchte sich auch herzlich bedanken bei Herrn Steffen Kalaschka von Stern TV. Das sehen Sie auf RTL, der hat uns empfohlen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für unsere neuen Abonnenten und den neuen Zuschauern. Und jetzt legen wir los.